Hallo liebe Camper, hier wieder ein Video aus Dinkelsbühl von Mega Caravan. Ich darf euch herzlich begrüßen hier auf unserem Kanal und heute haben wir mal ein spezielles Thema, steht ja schon lang aus. Ich bin selber leider noch nicht zu dem Test gekommen, wo ich euch versprochen habe, der wird aber definitiv noch stattfinden. Doch ich habe hier einen Kunden, der will unbedingt im Thema Wasser nur eine ganze Menge autarker sein. Das ist ja immer der hauptlimitierende Faktor. Strom können wir ja alles Mögliche schon tun. Und hier haben wir ja jetzt das Produkt, was ich euch schon mal vorgestellt habe von Caravater, wo wir auch das Grauwasser wieder zum Frischwasser machen können, um hier über eine Osmose, Umkehrosmose dementsprechend durchzufiltern. So konzipiert, dass wir es auch im Wohnmobil verbauen können. Und hier werden wir das jetzt mal tun. Hier habe ich euch mal so einen Anschlussplan gezeigt, wie das alles funktioniert. Und nach diesem Plan werden wir das jetzt hier mal einbauen. Wir haben hier mehrere Anschlüsse. Hier haben wir zum Beispiel den Ausgangsanschluss. Hier haben wir den Eingangsanschluss und hier haben wir den Abwasseranschluss. Dann haben wir hier noch diverse Schläuche dabei, natürlich auch nochmal einen Vorfilter, eine Anzeige und hier unten haben wir noch eine Pumpe dabei, wo das dementsprechend dann alles hier installiert wird. Wo bauen wir das ein? Hier in dem wunderschönen Hümer, ein tolles Fahrzeug. Hier haben wir schon die Klappen vorbereitet, wo wir gut rein können. Und jetzt zeige ich euch mal noch vom Inneren des Fahrzeugs. Da kommt man nämlich auch gut hin, weil wir haben hier die Anschlüsse gleich oben drauf. Das heißt, hier sehen wir schon mal den Anschluss vom Abwassertank. Also sprich, hier sehen wir den Abwassertank, gut zugänglich. Und wenn wir hier ein Stück weiter gehen, haben wir hier gleich den Frischwassertank. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal einbauen und hier starten und in den einzelnen Schritten hole ich euch dann immer wieder dazu, damit man dementsprechend euch das mal anständig zeigen kann, wie die Autarkie auch beim Wasser astrein funktioniert und wir aus dem Brauchwasser, Grauwasser wieder Frischwasser machen und uns damit nochmals duschen können. Und ja, da verlängert uns die Standzeit natürlich ungemein. Also, jetzt fangen wir mal an und ich hole euch wieder dazu. Bis gleich. So, soweit haben wir das jetzt verbaut. Wir sind jetzt zwar noch nicht ganz fertig, aber da heute Sonntag ist und mittlerweile schon 18 Uhr, mache ich jetzt auch mal Feierabend. Aber ich wollte euch hier nochmal mitnehmen. Also wir haben jetzt hier die Pumpe verbaut. Hier haben wir den Filter verbaut. Den haben wir jetzt nach oben verschraubt, wegen dem Platz. Ist ja auch nicht viel Wasser drin, also das hält ja locker aus, ist überhaupt kein Problem. Hier unten haben wir den Vorfilter verbaut. Das heißt, hier wird jetzt der Abwassertank angeschlossen. Also die Leitung geht direkt in den Abwassertank. Dann geht es hier raus, hier steht Out, geht hier hinten rum, geht in die Pumpe rein, die das Ganze ansaugt, geht hier mit Druck in den Filter rein. Und auf der anderen Seite hinten ist dann die Leitung hier aus dem Filter wieder raus und hier direkt in den Frischwassertank wieder rein. Das ist eigentlich die ganze Kunst. Hier haben wir dann noch den Zähler, also das heißt, da kommt nur ein Zähler, damit man weiß, wie viel Liter das man schon durchgejagt hat durch den Filter, damit man einen Überblick hat, wann man rückspülen muss. Und dann kommt natürlich innen drin noch ein Ein- und Ausschalter für die Pumpe. Und dann haben wir da schon wieder, dann sind wir da schon fertig. Also das Gröbste ist jetzt hier schon erledigt. Und dann setzen wir hier die Blenden wieder davor. Dann ist das sauber verbaut. Dann wird das alles nur ein wenig fixiert. Und dann haben wir hier den Platz gut ausgenutzt. Und ich denke, das ist eine tolle Sache. Das werden wir am Montag früh gleich fertig machen. Also sprich morgen früh. Dann nehmen wir euch wieder mit. Und da zeige ich euch dann, wie wir es in Betrieb nehmen und wie der Rest funktioniert. Bis dahin, bis dahin noch alles Gute und ich hole euch dann wieder dazu. Bis gleich!
So, nun sind wir fertig mit dem Einbau der Wasserfilteranlage. Hier sehen wir die Filteranlage. Hier unten den Vorfilter, wo das Schmutzwasser als erstes durchgeht. Dann geht es hier in diesen Filter rein mit der Pumpe. Alles sauber verkabelt und verrohrt. Und hier tauchen wir dann ab mit der blauen Leitung wieder zurück in den Frischwassertank. Dann haben wir hier noch einen kleinen Zähler. Das wird natürlich hier alles noch verblendet. Hier haben wir dann noch einen Zähler, der hier hinten montiert wird, damit wir dementsprechend auch die ganze Leitung oder beziehungsweise die Liter durchzählen können, dass wir genau wissen, wann muss gespült werden und wie viel Liter haben wir denn eigentlich verbraucht oder beziehungsweise dadurch gemacht. So schaut das Ganze jetzt verbaut aus. Und hier kommen dann noch die Blenden davor. Dann sieht man hier gar nichts mehr. Dann ist es sauber weg. Jetzt gehen wir mal noch ins Innere des Fahrzeuges. Da kann ich euch dann noch zeigen, wie es funktioniert. Gehen wir mal schnell hier rein. Da ist er gemütlicher wie gerade draußen. So, hier haben wir den Frischwassertank. Hier kommen wir mit der blauen Leitung in den Tank hinein. Und da kommt dann das Frischwasser wieder aus dem Filter heraus und wird dort hineingepumpt. Und hier haben wir den Abwassertank. Hier wird aus dem Entschuldigung, aus dem Schlauch das Wasser rausgezogen und durch den Filter, wo ich vorhin gezeigt habe, durchgeschleust. Und dann haben wir hier noch diese Rodeleitung. Das ist das Abwasser, was erzeugt wird, wo wieder zurück in den Abwassertank fließt. Natürlich wird mehr Frischwasser wie Abwasser erzeugt. Wir hatten gestern den Tank auch voll und dann kann ich das mal einschalten. Da haben wir hier seitlich den Schalter verbaut. Den haben wir, ups, mal rumdrehen. Den haben wir hier verbaut. Da schaltet man einfach ein. Zack. Und dann läuft es. Dann saugt er nur ein bisschen die Luft raus. Und wenn wir jetzt mal hier rumgehen, sieht man hier auch sofort, wie das Abwasser schon das Laufen anfängt. Und auch das Frischwasser dementsprechend hier schon aus der Leitung kommt. Da sieht man auch schon, wie der Wassertank immer voller wird und dementsprechend hier alles funktioniert, was da rauskommt. Also funktioniert tadellos. Schalten wir gleich wieder aus. Funktioniert tadellos. Und das Wasser ist eine richtig tolle Qualität. Richtig gutes Frischwasser. Also wirklich perfekt. So, in dem Sinn habt ihr jetzt mal ein kurzes Video gesehen über den Einbau des Filtersystems. Und da werde ich euch nochmal dazu holen, weil das ist jetzt mal eine einfache Montage gewesen, wenn wir mal nur eine andere Montage haben. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag, alles Gute und bis bald aus Dinkelsbühl. Ciao, ciao.